Hallo, liebe Hohenschönhauser. Wir sind hier heute vor dem Cinemotion und hier kommt jetzt der chaotisch bunte Wanderzirkus. Und zwar organisiert von Claudia Engelmann. Claudia, wie bist du auf die Idee gekommen, den Fabo Bazzi nach Hohenschönhausen zu holen? Ja, ich bin selber Sozialarbeiterin, bin dann in die Kommunalpolitik eingestiegen als Mutter mit zwei kleinen Kindern, wollte schon immer im Bereich der kulturellen Bildung arbeiten und das eben dann auch in der Politik weitermachen. Habe keinen Zirkusplatz für meine Kinder gefunden in Lichtenberg und Hohenschönhausen. Habe gedacht, das ist doch mal was, womit wir die Kinder und Jugendlichen in Hohenschönhausen wirklich was bieten können. Kulturelle Bildung ist wichtig und wir stehen dafür als Linke. Und deswegen habe ich mich als JHA-Vorsitzende dafür eingesetzt, dass jetzt in Hohenschönhausen heute das Zelt endlich nach oben kommen wird. Vielen Dank, Claudia. Hier neben mir ist Thorsten Schmidt. Thorsten Schmidt ist der Leiter von diesem Platz hier in Hohenschönhausen. Thorsten, was machst du für die Kinder? Welche Kinder kommen hierher und was machst du für die? Also erstmal können hier natürlich alle Kinder herkommen und ihre Freizeit verbringen. Die können sich hier einfach Platz schaffen für sich selber, können neue Freunde finden und dann können sie als spezielles Angebot bei uns akrobatische Sachen lernen, zum Beispiel Bodenakrobatik oder Jonglage oder Seillaufen oder Hula Hoop und insgesamt 40 verschiedene Sachen haben wir im Angebot. Okay. Und können darin professionell werden und damit auch ihre Persönlichkeit stärken und ihren Selbstwert. Thorsten, dürfen die Eltern mitkommen? Die Eltern dürfen natürlich auch mal mitkommen, um zu gucken, um zu gucken, wo die Kinder hingehen, aber dann ist es wirklich elternfreie Zone hier. Die Kinder brauchen auch manchmal Freiräume von den Eltern. Aber natürlich können sie in unseren regelmäßigen Shows teilnehmen, um zu gucken, was die Kinder gelernt haben. Ihr habt gehört, ihr habt hier auch Freiraum von den Eltern. Also, herzlich willkommen spätestens ab März, wenn ich dich richtig verstanden habe. Thorsten, wird jedes hier los. Ich freue mich darüber, dass wir es hier haben. Wir werden es für mindestens 5 Jahre hier haben. Das heißt, Spaß für alle Kinder. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Wir sehen uns.